Jesus erklärt: Weiterer Mordanschlag auf Präsident Trump und Abschlachtung der Christen. 4. Januar 2019. Worte von Jesus an Schwester Claire, gesprochen von Jackie. Claire begann: Danke dir, Herr, dass du uns Hoffnung gibst, dass wir dieses Monster wirklich überwältigen können. Bitte hilf uns, voller Glauben und Vertrauen zu beten, dass du unsere Gebete wirklich beantworten wirst. Nun, ihr Lieben, bewaffnet euch. Wir bewegen uns auf eine Konfrontation von riesigem Ausmaß zu. Ich wollte euch von dem erzählen, was ich gehört habe. Es gibt eine große Truppe feindlicher Soldaten, die aus dem Süden auf unsere Grenze zusteuern. Eine sehr große Truppe. Und der Herr hat mich darum gebeten, euch auf dem Laufenden zu halten darüber, was vor sich geht. Der Herr nutzt alle Leiden, die er von uns bekommen kann, um unseren Präsidenten zu beschützen. Er sagte, dass es fast jeden Tag einen Mordanschlag geben würde auf unseren Präsidenten. Ich hatte einen Traum, dass die Chinesen Amerika einnehmen. Ich glaube, dass sie im Süden der Vereinigten Staaten landeten und all unsere Soldaten töteten, und sie nahmen die Stadt ein. Es war offensichtlich, dass wir alle, die ein Zuhause hatten, entweder zum Tod verurteilt würden oder woanders hinziehen müssten. Niemand hat dies vorausgesehen. Es war ein totaler Schock. Ich hatte bereits viele Träume über russische, koreanische und chinesische Besetzungen unseres Landes. Ihnen gehören bereits viele unserer nationalen Monumente. Das habe ich immerhin so gehört. Und dann gibt es hohe umzäunte Bereiche, die mit Schildern der Vereinten Nationen umgeben sind. In Nationalparknähe, die jetzt eingeschränkt sind für Touristen. Und jeder Tag bringt einen neuen Mordanschlag mit sich. Präsident Trump wurde am Mittwochabend vom 2. auf den 3. Januar 2019 in den Untergrundbunker gebracht, da die Marineinfanterie, die das Weiße Haus bewacht, von den Tonfüßen infiltriert wurde und es gab eine Schießerei, während er mit dem Fahrstuhl in den Bunker hinunterfuhr. Der Geheimdienst erschoss einen übergelaufenen Soldaten. Alle anderen wurden zwecks Befragung verhaftet. Es scheint, als ob die Russen unseren Leuten Informationen durchgegeben haben, dass es ein Attentatsversuch auf das Leben unseres Präsidenten geben würde, von unseren eigenen Marinesoldaten, die ihn im Weißen Haus bewachen. Bitte betet für die Sicherheit von Präsident Trump. Bevor ich die Bestätigung dafür bekam von unserer Militärquelle, hat der Herr Ezekiel gesagt, dass es wahr sei. Ich denke, dass keiner von uns erkennt, in welch großer Gefahr wir uns im Augenblick befinden. Und die Information, die ich während der letzten Stunde bekommen habe, bestätigt dies. Das Einzige, was geschehen muss, ist, dass Trump beseitigt wird. Russland wird keine Zeit verschwenden, sich in Richtung Amerika aufzumachen. Und auch China und Nordkorea werden das Gleiche tun. Zusammengefasst heißt das, dass wir uns im Haus befinden werden mit einer bösartigen Regierung, die wild entschlossen ist, unsere Freiheiten der Vergangenheit zu zerstören. Ich fühle, dass wir von feindlichen Schiffen umzingelt sind, in genau diesem Augenblick. Und natürlich auch von allerlei Dingen, die sich im Land befinden und verdeckt gehalten werden. Vorräte, Ausrüstung und Menschen, welche feindlich gesinnt sind. Ihre Planungen für eine Zeit, wenn der Krieg ausbricht, sie sind bereit,
genauso wie Terrorzellen, die nur auf das Zeichen warten, in Aktion zu treten. Ich bin mir nicht sicher, ob wir noch viel Zeit bis zur Entrückung haben. Und was sagt Jesus dazu? Im Prinzip sagt er, dass wir den betenden, fastenden und opfernden Satanisten zahlenmäßig unterlegen sind. Dass es keine Garantie gibt für ein weiteres Jahr, geschweige denn zwei oder drei. Herr, wir sind hungrig nach deinen Worten. Jesus begann: Ich habe dir gerade gesagt, Claire, dass ich meine Worte in deinen Mund gelegt habe, und der Anschlag auf sein Leben war real, und du kannst erwarten, dass fast täglich weitere folgen werden. Die Situation scheint so aussichtslos. Meine Claire, ich weiß, wie turbulent und verwirrend diese Zeiten für dich gewesen sind. Wie auch immer, die Sicherheit eures Präsidenten hat oberste Priorität und die gehandelten Kinder folgen dich dahinter. Der Dritte Weltkrieg wird ganz knapp zurückgehalten. Und ich brauche all eure Gebete und Leiden wie niemals zuvor. Dies war keine fröhliche Weihnacht, nicht wie letztes Jahr. Es konnte einfach nicht, da keiner in einer verantwortlichen Position in der Regierung oder anderswo sich einfach zurücklehnen konnte. Alle waren aktiv dabei, den Holocaust zurückzuhalten, der sicherlich folgen wird, wenn die dunklen Spieler sich Zutritt verschaffen. Mittwochnacht war eine knappe Sache und die Attentatsversuche auf das Leben des Präsidenten werden immer unverschämter. Sie versuchen Dinge, die euer Vorstellungsvermögen übersteigen. Sagen wir einfach, der Aufwand, ihn zu beschützen und die verschiedenen Variationen sind enorm, weil die Anstrengungen gewaltig sind. So viel hängt von der Strafverfolgung und dem Machtentzug jener ab, die eure Nation untergraben. Die Satanisten erwarten freudig das Blutbad und Abschlachten der Christen, die über eine so lange Zeit ihre Aktivitäten mit ihren Gebeten eingeschränkt haben. Aber nicht so schnell, ihr Dunklen. Ich bin immer noch der Herr dieser Nation und ich belohne meine betenden Leute. Was ich damit sagen will, Claire, es gibt Hoffnung. Ich kann sehen, wie es von dir abprallt und ich kenne die enorme Prüfung, die du im Moment durchlebst. Aber ich werde dich nicht enttäuschen. Ja, diese Botschaft ist wichtig. Rufe deine Leute zusammen, um zu beten und auszuharren. Seid euch bewusst, dass die Schlacht heftig ist und dass die Kämpfe kommen und gehen. Aber da gibt es ein treues Überbleibsel, welches für die Unsicheren in der Kluft steht. Und ich belohne jene, die mir treu sind, ganz egal, wie die Risiken aussehen. Ich weiß, dass du tief betrübt bist, aber ich verspreche dir, alles wird gut werden. Vertraue mir, mein Diamant, höre dem Flüstern meines Herzens in deinem zu. Bleibe standhaft und vertraue, du wirst die Herrlichkeit Gottes sehen. Verzweifle nicht, bitte vertraue mir. Da sind so viele Dynamiken am Werk, die du immer noch nicht verstehst. Der Herr segne und schütze euch. Lasst uns zusammen einstehen für unseren Präsidenten. Amen.